So, schauen wir mal, ob das was wird mit der Gruppe. Ich hoffe, meine Makros backen nicht rum. Ich habe mir nämlich da für ein Raid was gebastelt. Okay. Nehmen wir nochmal einen ordentlichen Schluck. Also, wir haben quasi Boss-Buff. Ganz ehrlich, ich sag's euch in der Instanz. Oh nein, ist er entkommen? Ich wollte gerade sagen. In der Instanz finde ich Boss-Buff nicht so geil. Hier ist der Trash zwar teilweise auch ätzend. Was zur Hölle macht er? Bitte! Bruder. Also, nichts für ungut, ne? Aber lass doch den Tank entscheiden, was er pullt. Was zur Hölle? Also, das geht mit Sicherheit. Aber jetzt haben sie die Kleinen gepullt. Jetzt gehen mir meine Prozente nicht mehr auf. Keine Ahnung. Wenn du in einer abgesprochenen Gruppe bist, ne? Die was drauf haben und alles schön und gut, dann kannst du so Megapuls machen, aber mach das doch nicht in der fucking Random-Gruppe. Oder sag vorher, hey, können wir am Anfang einen riesen Big-Pull machen, dann kann sich der Tank drauf einstellen. Ich bin jetzt super Defi, ne, ich habe jetzt zweimal Inka gezogen und meine ganzen CDs rein, ich bin die ganze Zeit auf 100%, ne, ich kann wahrscheinlich die ganze Plattform zusammenpullen mit meinen kompletten CDs. Alles easy. Aber ganz ehrlich, das kann halt auch schief gehen, ne, sowas. Also bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Weil jetzt haben wir halt overprozentet, ne? Weil er jetzt hier unbedingt die Kleinen pullen musste. Ich frage, ob wir erst den Miniboss machen. Aber ich muss sagen, so erstaunlich safe, wie das war, am Anfang mit Convoke und Doppel-Inka. Also, gut, es ist kein Trash-Buff, ne? Muss man dazu sagen. Ich war ja die ganze Zeit getoppt, aber habt ihr gesehen, wenn ich Inka hab, plus Convoke drin, ich war bei 140k live und mein Absorb ist prozentual von meinem Leben, also was wie hoch stacken kann. Es ist ja ins Unermessliche hoch gestackt, da habe ich ja gar kein Leben mehr verloren. Das habe ich dafür für die Mobs halt gar nichts mehr, ne? Ich habe jetzt sicherheitsweise einfach mal alles gezogen, weil ich wusste jetzt nicht genau, bevor das schief geht. Wir haben diesen komischen inspirierend Buff, ne? Dann kannst du manche Mobs nicht kicken oder CC'en. Lass erst den Boss machen. Pestknochen reißt euch in Stücke. Da habe ich keine Orb hier. Warum können sie die Orb nicht vorher holen? Hätte ich mit der Orb reinkonvoken können, das wäre halt wesentlich besser. Warte mal, ich habe Ollen Affinity und Ding schon wieder nicht rausgezogen. Ja, jetzt muss ich den Boss halt hier langziehen, das ist halt maximal behindert. Eigentlich ziehst du ihn erst oben ins Eck und dann außen rum, aber wenn ich das jetzt mache, dann kommen wir leider nicht mehr hin. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich es jetzt am besten? Nee, komm. Ich ziehe jetzt keine Inka, die brauche ich gleich beim Trash. Ich hoffe einfach, dass wir genug Schaden haben, dass ich ihn jetzt nicht ins Nirvana ziehen muss. Oh, die Eule. Kollege. Müsste ich halt wegen den Edge schon weiterziehen. Ich muss einmal. Ich habe für den Raid wieder ein bisschen was umgebast. Fuck, ich muss jetzt während dem Bosskampf mir Sachen aus der Leiste ziehen. Das ist maximal behindert. Aber wo ist es denn? Ich brauche meinen Typhoon hier zum Interrupten. Das ist nämlich mein Makro, wisst ihr, für. Wie heißt's? Für das Gate, das brauche ich zum Beispiel bei Sylvanas unter anderem, dann gaten wir auch und dann hatte ich nicht mehr genug Tasten, deswegen habe ich meinen Typhoon da rausgezogen. Und hab da das Gate hin, weil den Typhoon brauche ich da nicht, da muss ich eh defensiv spielen und hin und her und ja. Jetzt sind wir halt ganz am Ende,
I don't know. Ich weiß halt nicht, wie weit ich den Boss ziehen kann, bevor er resettet. Normalerweise ziehe ich ihn oben halt um den Ding rum. Aber ich wollte die Orb da... Ja, das ist natürlich jetzt maximal behindert. Also, ne? Ich weiß halt nicht. Nicht, dass der uns resettet. Das wäre halt maximal blöd. Okay, der bleibt einfach drin stehen. Okay. Na gut, komm, scheiß auf die Maden. Ich würde jetzt einfach den Boss durchziehen. Ja gut, ne? Ich hätte doch Inka ziehen sollen. Schau mal, ich habe es jetzt so lange delayed. Für nichts und wieder nichts. Für nichts und wieder nichts. Welche brauche ich? Ich brauche zwei Typen. Ah, fuck, er hat... Warum pullen denn die anderen immer rein? Ich hasse euch. Jetzt habe ich eine Gruppe gepullt und er pullt zwei Gruppen. Wir haben viel zu viel Trash jetzt. Können wir wahrscheinlich die große Gruppe skippen. Alter, schau mal, ich bin einfach eins im Schaden, ne? Gut, jetzt hat der Shadow mich. Verursacht der Heilung. Seht ihr mal, 11k Heilung. Solange Inka läuft, ist das alles nur safe. Sobald Inka ausläuft, bin ich am Sack. Ja. Okay. Jetzt läuft dann Inka gleich aus. Okay, Inka ist ausgelaufen. Jetzt wird's lustig. Ich kann auch gleich rein convoken. Ich lasse mich jetzt ein bisschen droppen und dann convoke ich rein. Es geht eigentlich nicht. Dachte ich, werde total auseinandergenommen. Okay, jetzt convoke ich mal rein. Okay, ich habe nämlich nur Wall, ich habe nur die Heilung, ich habe noch Bugs. Ah ja, okay, also der 19er mit Boss-Buff. Also ich könnte wirklich echt hier alles zusammenpullen, wenn ich die ganzen Dev-CDs noch ziehen würde. Ich habe einfach alles noch ready, ne? Ich habe nicht mehr Baumrinde gezogen, was eigentlich dumm ist, um ehrlich zu sein. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt es schnell. Ich muss jetzt gerade schreiben, ne, dass wir jetzt zu viel Trash haben, weil der eine noch reingepult hat. Aber, weiß ich, habe erst eine Route geshared, wo wir keinen Skip drin haben. Jetzt haben die Leute ewig viel dazu gepult und, ja, keine Ahnung. Also sie haben die Kleinen dazu gepult und die, das Dreierpack. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind. I don't know, ne? Also die Kleinen sind halt, weiß ich nicht, vielleicht 1 oder 2%. Seine Macht an euch. Oh boy. Der eine Kollege pullt hat schon wieder alles. Ich habe jetzt halt nichts ready. Ich hasse... Komm, kann der mal aufhören, hier jeden Scheiß zu pullen? Jetzt... Ja, es sind zwei Leute tot. Es ist so behindert. Die casten halt dann random von allen Seiten, wenn er die einfach reinpullt, ohne dass ich da dran bin. Kann nochmal convoken. Fuck, jetzt wird convoke abgebrochen. Ja, der Kassel hat jetzt die ganze Zeit diese Frostmages durch. Also ich weiß nicht, bei jedem Pack muss irgendjemand was dazu pullen. Ich pull die, dann pullt der mir im Rücken den Scheiß rein. Also so die Faxen dicke mit diesen Leuten. Nehmen wir jetzt die Orb hier. Und die ziehe ich dann bei der einen Gruppe. Die skippen wir nicht. Keine Ahnung. Das geht sonst eh wieder nur in die Hose. What the
hauen die mir denn jetzt rein? Hallo, ich krieg gar keine Heilung mehr. What the fuck? Ich wollte jetzt gerade CDs halt sparen für die nächste, weil das ist die ätzende Gruppe, die nächste. Die ist halt ätzend. Keine Ahnung. Der eine meint gerade, das Ganze, was geedit wird, ist sein Kyrianer-Dude. I don't know. Können wir die skippen? Okay. Haben wir sie mal weggeskippt. Ich habe keine Ahnung, ob das uns von den Prozenten ausgeht, ne? Wahrscheinlich haben wir jetzt zu wenig. Das ist halt immer das Problem, ne? Wenn dann andere Leute was dazu pullen und man dann halt was gibt. Die sind schon ätzend, keine Ahnung. Die bringen halt relativ viel. Ich glaube, diese zwei kleinen Packs tun das nicht ausgleichen. Vermute ich zumindest. Also wahrscheinlich müssen wir irgendwas nur mitnehmen. Aber es ist halt die Frage, was wir noch mitnehmen können. Und invoke ich hier mal rein. Ach so, wir müssen den, ja, die haben den Typen umgesetzt. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des. Ach, jetzt kommt der nicht raus. Lasst ihre Quelle versiegen. Lädt immer noch auf. Nee, den letzten kann ich nicht skippen bei Bossbuff. Dass die hier die ganze Zeit am Tipseln sind, da muss ich immer antworten, ne? Ich hasse das. Also, ich finde, wenn du random unterwegs bist in einer M+, ne? Wenn du irgendwelche Special-Geschichten machen willst, mit irgendwelchen Mobs skippen, mit irgendwelchem Zeug, dann schreibst du das am Anfang oder lässt es halt sein, ne? Aber in der Instanz dann 10-mal zum Diskutieren anfangen, da kriege ich schon echt so ein bisschen Ausschlag gegen. Weil, also, ne, ich kann jetzt schon halbwegs schnell tippen, aber in der Zeit, wo du rumtippst und am Diskutieren bist, tötest du halt nichts, ne? Da wastest du halt Zeit. Wenn, dann bist du im Voice, dann kannst du sowas machen. Alter, komm, ernsthaft? Standen die jetzt alle in der Frostschitte drin? Das ist der einfachste Boss. Ach, das kann ich mir doch jetzt nicht erzählen. Sind die einfach an den Frostexplosionen gestorben? Holy moly. Ja, auch noch nicht erlebt. Also, ne, hier. Das war schlecht. Komm, ich zieh die jetzt noch mit dazu. Zieh ich jetzt hier Inka. Ich weiß halt nicht, von den Prozenten wird das halt nicht reichen. Dann machen wir am Anfang nochmal irgendwas oder so. Keine Ahnung. Ich muss näher ran. Die da ein bisschen wegziehen, dann kannst du es nämlich auch CC'en, weil den einen haben sie da in den Ding gepackt. Den Himmel, dann antworte ich genauso. Nehmen wir den jetzt mal da an. Paragon, ihr könnt uns nicht aufhalten. Ich habe kein Ziel. Machen wir halt die noch dazu. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Machen wir das mal. Ach nein! Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, das war jetzt richtig bad.
Ich habe die Convoke, habe ich angefangen zu casten. Und dann kam dieser Hit, ne? Normalerweise caste ich halt nichts, deswegen ist es egal. Aber das Einzige, was ich halt caste, ist halt tatsächlich die Convoke. Und da check ich es einfach nicht, dass mich das Ding stunt, ne? Dass sich das Ding unterbricht. Normalerweise habe ich da halt dann lediglich ein bisschen Damage, was ich bekomme, und das ist halt fast wurscht. Da war wahrscheinlich zu viel, aber den mussten wir machen, ne? Also die Mobs, die wir an Trash gemacht haben, ist jetzt halt komplett RIP. Aber es hilft halt nichts. Haben wir zumindest das ganz ätzende Pack geskippt. Ich bin außer Reichweite. Einer der skrupelloseren Schlundgebundenen nähert sich. Ich weiß gar nicht, kann ich zwei solche Orbs nehmen? Ich glaube nicht, ne? Fast am Überlegen, ob ich beim Boss die Orbs reinhaue, weil der ist halt ätzend. Hey Shadowblood, ich grüße dich. Ich könnte den Boss gleich nochmal convoken. Dem Sieger die Anima. Achso, Anima. Das hier nehmen wir mit. Zwecklos. Meine Diener sind zahllos. Meine Soldaten erheben sich erneut. Ich ziehe jetzt am Anfang mal Inka bei Bossbuff, ist es wahrscheinlich schon sinnig. Desorientieren wir die mal. Okay, uns gehen die Ätze ja irgendwie gar nicht. Ach boy, bitte. Jetzt gehen halt echt Slowdown. Lauf doch da nicht rein, Kollege. War, glaube ich, eine gute Idee, da Inka zu ziehen, aber ich frage mich jetzt, was bei den nächsten Dingen. Aber sie haben keinen. Haben sie keinen Speer gezogen? Kann das sein? Meine Soldaten erheben sich erneut! Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Lädt immer noch auf. Okay, jetzt haben wir sie zumindest ganz gut zusammengekriegt, ne? Es war knapp, ich hätte fast den Speer gefressen, ich sag's euch. Leute, der muss sterben. Den Fokus hat auch keiner, oder? Kann das sein? Ziehen die voll auf den Boss durch? Alter! Also, den hat keiner von denen gefokust, ne? Das kann ich mir nicht erzählen. Der hat irgendwie 50k und ich habe da jetzt alles drauf gebrezelt, was ich hatte. Weil wenn der lebt, wenn er seine Explo macht, dann ist halt Vibe, ne? Also ich überlebe es manchmal als Tank. Na gut, ich weiß nicht, ob ich es bei Bossbuff 19 überleben würde. Aber die Ds sind sicher alle tot. Also das hat sich dann erledigt. Alter, das war halt auch schon wieder zu kriminell knapp, ne? Ich schau schon, dass ich den Boss nicht interrupte, sondern halt auf die Ads, dass die immer schön zusammenkommen. Jetzt hat der eine einen Speer und eine Orb genommen. Haben wir so einen Kack-HT gehabt, oder? Kann das sein? Ja, der eine hat Drums geused. Das kannst du keinem erzählen. Wir haben fucking Shami dabei.
Okay, jetzt. Ich bin außer Reichweite. Okay, das war nix. Bin ich handlungsunfähig, jetzt sterbe ich. Ja, das hat nicht funktioniert. Also ich habe 60.000 gemacht, aber die anderen hat's weggeäht. Das war nix. Machen wir mal keinen Big Pull, keine Ahnung. Das ist immer das Problem, ne? Ich überlebe das, aber wenn du zu viel... Wenn du zu viel Shit hast, dann... Sterben dir halt die DDs. I don't know. Ich glaube, ich hätte warten müssen, bis die aufeinander stehen. Keine Ahnung. Weißt du, ich laufe halt in die erste Gruppe rein, laufe halt instant rüber und der Worry zieht auf den ersten Mob halt drauf wie so ein Blöder und stirbt instant. Dann muss ich halt auch eine Sekunde warten, bis die Mobs bei aufeinander stehen, ne? I don't know. Wenn da halt ein Hauen drauf ist, dann kann er halt da auch nicht mit, keine Ahnung, was reinhauen. Ich habe teilweise so das Gefühl, manche Leute, die im Plus spielen, die haben irgendwie nicht so viel Hirn, ne? Der sieht doch, dass ich da weiterlaufe. Ich habe sogar geschrieben, dass ich die pullen werde, ne? Warum muss er dann in den ersten reinchargen auf den voll durch DPS? Dann wart halt kurz, bis die zusammenstehen und dann cleave halt wie ein Blöder rein. Dann war halt die Orb und die Dinge gewastet, ne? Die Inke. Weißt du, ich wollte halt schön... Bisschen Zeit rausholen. Noch 1-2 Sekunden auf Inka warten, aber da musst du halt echt, wir hätten uns echt hinstellen sollen, warten. Ich laufe in die erste Gruppe rein, hau 2-3 Mal hauen rein und renn dann in die zweite. Dass so ein Typ halt dann nicht knockt. Und die anderen sind, glaube ich, durch den AE gestorben, ne? Hat er die jetzt da drin geroutet? Das ist jetzt aber ungünstig. Don't know. Müssen mal schauen, wie es mit den Prozenten aussieht, aber ich glaube, das müsste ganz gut passen. Hütet euch. Das ist zu weit entfernt. Jetzt stehen die da ewig drin und das ist jetzt halt genau Kacke, ne? Weiß ehrlich gesagt nicht, ob das notwendig war. Meinst du? Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Also ich bin safe. Ich weiß halt nicht, was alles auf die DDs geht, ne? Bei sowas. Na gut, die haben schon ein paar Ks, was den Heiler, glaube ich, auseinandergenommen hat. Vielleicht hast du recht, ne? Ich bin halt davon ausgegangen, dass wir die so schnell wegratzen können mit der Orb, ne? Ich war ja irgendwie bei 100.000 DPS mit der Orb. Schauen wir mal, ob wir den raus... Der zieht bloß ran, der ist ein bisschen tricky, der Typ. Ich mach jetzt keine Experimente mehr, ich zieh die jetzt nicht in die Gruppe rein. Warte mal, ich kann mal hier eigentlich, wenn der so ewig castet. Huhu, gerade noch ein Bären gekommen, habt ihr gesehen, bevor er seinen Cast durchhaut. Wobei ich in Eule auch halbwegs Defi bin. Die hat nämlich auch erhöhte Rüstung, ne? Also das geht tatsächlich sogar.
Müssen wir uns aber gegen Ende noch schicken, ne? 10 Minuten haben wir jetzt noch. Gut, was kommt jetzt noch an Trash? Das Pack haben wir noch. Und dann kommt hier... Die zwei kommen, hier kommt was. Und dann hast du eigentlich nur noch beide Bosse. Ja gut, so lange dürfte das jetzt eigentlich nicht mehr dauern. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Was nehme ich denn? Nehme ich das Schild, oder? Na komm. Hier ist es übrigens so, ich habe schon mehrere Gruppen gesehen, die quasi hier überlegt hatten, ne, den Typen stehen zu lassen. Dann kriegst du aber 50% mehr Melee-Damage beim Boss. Und ganz ehrlich, der Boss da oben, der haut verdammt viel Schaden raus. Und wenn ich dann 50% mehr kriege, ich glaube, der ratzt mich. Da ist manchmal so schon ätzend. Wo haben wir's? Und der macht nämlich so Frostcasts, aber ich vermute, dass die auch Melee-Schaden sind. Genauso wie bei Jaina. Jaina. Ne, der Kometeneinschlag, der ist Ding hier. Dieses Ding hier. Seht ihr? Eisiger Splitter ist nämlich Melee-Schaden. Die Tanks... Oh, fuck. Oh, fuck it. Ich habe nicht aufgepasst, ne? Ich habe 3 Stacks. Alter, ich wäre fast gerippt, ne? Hier im Dings-Tool drin. Das war ungut. Oh boy, was, warum läuft der nicht dahinter? Ach, was war denn das jetzt? Versuchen wir den da reinzuziehen in seinen Speer. Hat er keine Lust gehabt, so wie es scheint. Komm, ich convoke nochmal. Ich denke jetzt nichts aktiv. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Die Inka, die spare ich mir dann aber für das Pack auf. Und dann gucke ich mal das andere. Das geht bestimmt so irgendwie. Dann habe ich es beim Boss vielleicht nochmal. Wir haben relativ viele Tode, wir haben jetzt schon 10 Tode, ne? Gut, der bei dem einen Pull sind alle gestorben, aber 5 hatten wir so schon random. Metzelmaler, pass auf, dass du die Körperteile beim Abreißen nicht beschädigst. Wie ist denn das? Wenn ich die Inspirierenden in den Root pack, gilt es auch schon als weg-CC? Oder ist das kein richtiger CC? Also ich kann sie dann vom Loot wegziehen, ne? Das auf jeden Fall. Aber ich meine, ob auch wenn ich sie quasi in der Nähe stehen lasse. Ja gut, wenn in den Mobs dürfen sie sowieso nicht stehen, sonst ist es ja instant aufgeklieft, ne? Das ist eh klar, jetzt habe ich schon 4 Stacks von der Kacke. Weiß ja nicht, ob ich kurz warte, bevor ich da reingehe. Naja, musst du eigentlich gehen. Ja, er läuft aus. Ah, fuck it, das ist jetzt ungünstig. Naja gut, ich habe ihn wieder gekriegt. Ich habe mich gerade verspottet. Ich wollte eigentlich den spotten, habe den anderen gespottet. Dann hast du halt ewig Cooldown. Ja gut, hau ich jetzt hier Convoke rein oder mal... Nee, komm. Ich spiele auf Nummer sicher. Ich save's mir jetzt. Was heißt auf Nummer sicher? Halt auf Damage. Dann kann ich's beim Boss... Obwohl, ich kann's beim Boss wahrscheinlich eh nicht vernünftig reinhauen, weil ich ja da noch den großen Tank... Wisst ihr was? Ich zieh's jetzt hier. Ich glaube, der Shami hat noch gar keinen Bloodlust gezogen. Muss ich diese beiden neu zusammenflicken? Ich muss die Sache wohl selbst in die Hand nehmen. Ich kann es kaum erwarten. Damit werde ich einen Stich machen. Wie lange habe ich denn jetzt noch? 48. Ah, das wird nicht ausgehen. Eure Körperteile hebe ich für später. Da musst du echt weggehen, selbst wenn du hier stehst. Wird der teilweise... Ah, fuck.
Das ist das, wenn die, wenn ich spotte, wenn er runterkommt. Wir müssen zwei Phasen spielen, ne? Ja, ich habe auch noch für HT. Haben sie den halt auch gekillt? Verdammt. Ist halt genau da, wo ich mich hinstelle. Komm mal weg. Holy. Hab ich da jetzt gerade reingekriegt. Na ja, gut, ist halt Bossbuff, ne? Ist halt Bossbuff. Heilen wir uns nochmal. Ach komm, ich zieh ihn gerade rüber. Oh, naja gut, aber er dürfte eh sterben. Passt. Jetzt haben wir HT noch für den letzten 4 Minuten. Es könnte daily noch eng werden, weil da sind ja immer mal wieder alle weg. Immer mal wieder alle weg. Kann ich hier... Nein, ich tue am Anfang nicht rein konvoken. Komm, wir starten. Okay, auf geht's. Weil wenn ich am Anfang hier rein konvoke, zieht wieder irgendwer aggro. Und... Ich kann sogar zweimal Inka ziehen, ne? Deswegen machen wir das mal nicht. Also wenn ich hier da nochmal 50% mehr von dem Hit kriege, seht ihr, ich kriege jetzt schon auf den Sack und ich habe Inka auf, plus Schild, plus alles. Ne? Ja, der Worry läuft die andere Seite rum, dann machen wir es mal so. Auf so einen kleinen Swirly. In der nächsten Laufphase konvoke ich dann. Also sah jetzt relativ safe aus. War jetzt halt, ich musste halt laufen so seitlich. Ich glaube, da habe ich nicht alles durchgekriegt, was ich durchkriegen wollte. Aber wenn ich es am Anfang ziehe, kriegt manchmal wer anders Aggro. Und da muss man dann auch mal ein bisschen aufpassen. Ach, da läuft der Shadow. Oh boy. Lauf doch als Caster nie zum Boss hin. Warum tut man sowas? Ich verstehe es nicht. Kannst da easy ganz am Rand rumlaufen. Da gehst du niemanden auf den Sack. Aber dann ist schon der Melee weg. Ich denke, ich kann jetzt mal frei um den Boss rumhatschen. Dann denkt sich der Caster, ja gut, der Melee ist weg. Ne, lass mal hier. Ja gut, jetzt hat er seinen Speer gelegt und ich ziehe ihn raus. Aber es ging nicht anders. Weil da gerade die Fläche war. Ich meine Mondfeuer-Action. Dann haben wir noch 2 Minuten. Naja, das sollte gehen. Was habe ich denn jetzt noch ready? Nicht mehr. Na gut, ich habe noch eine Wall. Eine Ding habe ich ready. Nehmen wir noch eine Baumrinde. Jetzt habe ich noch eine Wall und eine Heilung. Ja, fuck, jetzt bin ich eingefroren, ne? Will er mich dispeln? Ich kann zum Glück shapeshiften, ne? Aber wenn ich jetzt kein Druid Tank wäre, wäre es ganz schön kacke, weil dann wäre ich jetzt tot. Also ich kann nicht shapeshiften, während... Ich wall jetzt mal, weil es jetzt noch ein bisschen kritisch wird. So, jetzt haben wir nur noch eine Heilung. Sonst nada niente. Und jetzt setzen wir mal die erste Heilung ein. Gut, ich habe Convoke wieder. Muss jetzt auf den Boss zulaufen, dass ich die Hits durchkriege, ne? Da haben wir dann auch noch ein paar Orts und so drauf. Dings haben wir auch gleich wieder, Inka. Ja, jetzt dürften wir kein Problem mehr haben. Jetzt kann ich mit Inka durchziehen. Kriege noch ein bisschen Absorbschild. Könnte ich wahrscheinlich sogar in dem Einschlag stehen bleiben. Das war knapper, als es hätte sein dürfen. Okay, 13 Punkte hat es gebracht, ne? Weil ich vorher noch einen 14er hier als Zweitkey hatte. Also 19 hatte ich schon, aber noch einen...
einen zweiten Key, der low war. Ja gut, haben wir wieder mal nichts gekriegt. Zwei Versa-Ringe. Ja gut, wenigstens haben wir ein bisschen Score gemacht, ne? Jetzt haben wir fast 2-3. So langsam wird's... Gut, dann suchen wir uns den nächsten Key.